Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Nioh 2 auf der PlayStation 5 mit allen Missionen, mit allen Hauptnebenmissionen, Online-Missionen und den Missionen der DLCs. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, denn es wird spannend. Wir haben eine Hauptmission vor uns und zwar die heißt Zwei Seiten der Gastfreundschaft. Und es ist eine ganz spannende Mission, eine interessante Mission, auf die ich mich schon sehr freue. Und es geht los. Ich bin hier auf Befehl meines Herrn. Unsere Truppen sind endlich in Formation und die Schlacht gegen Tokichiro steht bevor. Fürst Ieyasu ist froh, dich hier zu wissen und bittet dich um deine Unterstützung im Kampf. Doch zuvor möchte ich dich bitten, jemanden aufzusuchen. Ich nehme an, du kennst den Teezeremonienmeister Senno Rikyu. Er besitzt einen scharfen Verstand und eine noch schärfere Zunge, selbst wenn er jemanden wie Tokichiro gegenübersteht. Ich könnte mir vorstellen, dass er dir eine große Hilfe sein könnte. Die Burg Komaki wurde von Oda Nobunaga mitten auf der Nobi-Ebene errichtet, nach seinem erfolgreichen Feldzug in Mino jedoch rasch verlassen. In Erwartung eines Kampfes gegen Tokichiro machte Tokugawa Ieyasu die Burg zu einer Hauptbasis, zu seiner Hauptbasis und baute die Befestigungen wieder auf. 1584 führte Tokichiro seine Armee, deren Herzstück aus Yōkai bestand, von der Burg Osaka in Richtung Mino, um Tokugawas Truppen zu vernichten, die das letzte Hindernis auf dem Weg zur Vereinigung der Nationen darstellten. Armeen beider Seiten sammelten sich in Komaki und Nagakute, um die entscheidende Schlacht zu schlagen. Jo, dann geht's los. Mit ihm kann man sprechen, ja. Ich bekomme einen Pfeil für einen Pfeil zum Amulett, ja, brauche ich nicht. の主力を引きつけておりますこの隙に敵の総大将藤吉郎を撃つのです秀千代殿であれば必ずや果たせましょう家康殿は貨幣ながらも奮戦し敵の主力を引きつけておりますこの隙に敵の総大将藤吉郎を撃つのです秀千代殿であれば必ずや果たせましょう家康殿が貨幣ながらも奮戦し敵の主力を引きつけておりますこの隙に敵秀千代殿Ja, okay. Gut, der quagelt und quagelt dann. Okay. Ich habe ja was zu tun, wir haben doch keine Zeit. Ah, der nächste, ne? So, okay, hier der Schrein, ja, wie immer zu Beginn eines Levels mit etwas Loot. Und hier geht es dann weiter gleich in Richtung des Hauptbereichs. So, jetzt also mit dem Treffen, da ist ich werde mal schauen, da sitzt auch einer. Ich mag es anders. Hier ist einer versteckt. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. So, dann gleich er als nächstes. Ich muss ja nicht immer mit fairen Angriff arbeiten. Aber manchmal schon. So, da ist nun mal Loot, ja. Überall Loot versteckt. Hier kann man nicht rein, soweit ich weiß. Genau. Das schauen wir dann von der anderen Seite weiter. Hier sitzt dann schon der nächste wieder. Und hier kommt der nächste. Es ist dann sehr viel Gegner auch schon wieder. Gleich noch ein paar Metern. Ja. Sie können schon gut blocken, aber es bringt ihnen überhaupt nichts. Gegen meine Stärke sind sie machtlos. So, da ist einer versteckt, ja. Das war ich selber ein bisschen überrascht, dass der einer war. So, dann haben wir hier wieder mal. Ah, da machen wir den zuerst.
eine heiße Quelle. Ja, wie gesagt, ich kann es nicht immer wieder oft genug sagen. Wenn ihr die Trophäe wollt, bitte immer reinsetzen und das Bad genießen. So, dann geht es hier auch rein. Da kann man nicht rein. Da schon, ja. Da wartet auch gleich ein Gegner auf uns. Moment, ich schaue hier noch. So, da. Genau, und zwar diese sexy Lady. Genau. Jetzt können wir hier aufmachen. Wir sind hier wieder draußen. Es ist nicht wirklich eine Abkürzung oder was. Es ist einfach nur, ja, dass sich der Kreis wieder schließt. Ja, also da waren wir gerade. Also, ja, eigentlich nichts. Nicht wirklich. Brauche ich nichts. Hier kann man nichts machen. Genau, und jetzt geht es da runter. Ah, muss ich hier kurz anders platzieren. So. Ich gehe jetzt als erstes gleich einmal hier rum ums Eck und nehme den gleich einmal vor. Ja. Dann haben wir hier vorne auch einen ganz einen starken stehen. Werden wir auch gleich versuchen. Ja, das war schon einmal nicht schlecht, ne? Ja, haben wir noch? Komm. Ja, vielleicht. Ah, jetzt hat er. Ja, okay, ich hole mir einen so. Das brauche ich alles nicht. Also, wenn diese Musik immer kommt, das ist ein Zeichen, wow, dass es ein stärkerer Gegner ist. So, den machen wir von hier gleich. Da. So, jetzt er. So, und er war der Boss eigentlich von denen. Hat ihm aber auch nichts gebracht. Da gibt es zwei oder drei von denen. So, dann als nächstes gleich hier ums Eck. Und den nächsten ausschalten mit Schießen mit Kanonen. Genau. Bringt ihm auch nichts. So, dann haben wir hier schon mal gesäubert den Bereich und können hier schon voranschreiten. So, dann haben wir hier schon den ersten nächsten Schrein wieder und können uns dann mit Hand so, glaube ich, verbünden. Wenn mich nicht alles täuscht, da schauen wir noch kurz, da ist noch ein bisschen Loot versteckt da hinten. Sonst ist da nichts mehr. Und hier ist verschlossen von dieser Seite. Ja, kommen wir jetzt noch nicht rein. So, Hand so. So, ich habe mich mit Hattori Hanzo verbündet, ja. Und jetzt geht's hier rein. Und da kommen wir jetzt in einen Art wieder Arena-Kampf, also mit einigen, glaube ich, Wellen kommen da auf uns zu. Mal. Ja, bis jetzt geht's noch. Oh, das Feuerrad habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, bis jetzt sind es immer nur drei Schläge. Langhals. So. Ja, die haben schon ein bisschen mehr drauf. Ja, das ist. Ja, die, wie gesagt, die finde ich die nicht so. Das war's schon wieder. Da. Hier kann ich das nehmen. Das muss ich glaube ich auch nehmen. Denn das ist ein rostiger Schlüssel. Der ist da relevant. Weil nur mit dem komme ich hier durch. So, dann kann ich hierauf, da hinten übrigens wäre ein Kätzchen, wenn ich will, brauche ich aber nicht, nehmen wir es mit, weiß wurscht ist, jetzt da sitzt oder
was tut für ihr Geld. Gut, da können wir uns jetzt schon mit dem nächsten verbünden. Also gleich mit zwei. Geht der auch mit? Aber ich glaube, das ist auch so, wenn man sich mit Gegnern verbündet, werden auch die, also mit Gegnern verbündet, mit NPCs verbündet. Genau, dann werden die Gegner stärker, glaube ich. Also halten es ein bisschen mehr aus, glaube ich. Ich glaube. So, ich möchte auch hier so weit wie möglich alles erkunden. Hier, ich weiß nicht, ob ich jetzt was bewirke, wenn ich darüber schieße. Beziehungsweise, Moment, ich schau mal, ob ich da runterklettern kann. Weil da ist noch ein optionales Gebiet. Hinabsteigen, es geht einmal. Ich muss nur schauen, ich glaube, da ist, da kann man auch noch. Genau. So. Genau, jetzt schaue ich nur. Hier ist es ziemlich neblig auch, also man sieht schlecht hier. Die Sicht ist nicht sehr gut. Da kann man auch rüber. Ich schaue nur, ich schaue nur. Geht's da lang? Ach so. Ich bin jetzt wieder, genau, auch alles klar. Ich bin wieder am Anfang vom Spiel. Also quasi ich, ja, genau, ich bin da durchgebrochen. Okay, dann ist das eigentlich da unnötig. Dann geht's hier rauf. Dann geht's hier rauf. Genau, dann kann man von dieser Seite auch. Dann geht's hier auch runter. Ich überlege nur gerade, will ich da runter? Ich will da nicht runter, ne? Ich gehe zuerst anders. Ich gehe anders. Und zwar gehen wir zuerst einmal da rein. Und hier, ich habe meine zwei Begleiter bei mir, oder? Ja. Genau. Hier ums Eck. Na, wo seid ihr? Da. Also sind ja alle zwei da. Genau, und jetzt ist es zum Empfehlen, hier hab ich ihn noch nicht getriggert. Es sind 1, 2, 3, 4 hier, ne? Ah, jetzt hat er ja getriggert, ne? Okay, dann kann man es vergessen. Ich wollte eigentlich mit einem Handrohr einen Schuss anbringen. Aber das war dann doch nichts. So. Übrigens, wenn man solche Seelenkerne aufnimmt, also diese roten, wird die komplette Energie, also die komplette Lebensenergie wieder aufgefrischt. Ja, also man hat dann wieder die komplette Lebensenergie zurück. Das ist auch nicht schlecht, ja. Und die lassen sich ja relativ oft fallen, ne, die Gegner. So, der steht auch gleich auf da. Den aufpassen. Genau. Jawohl. Ich schaue, dass man noch nicht runterfällt. Unten ist schon wieder. Jetzt kann man hier noch schauen. Auch wichtiger, hier so versteckte Kisten auch. Sonst ist da nichts. Man kann hier auch runter. Dann ist man genau wieder da, wo man vorher raufgekommen ist. Also wäre eigentlich jetzt derselbe Weg. Man kann jetzt von hier gehen. Von hier unten. Aber man sieht, es ist ein schwierigerer Weg. Ich mache hier eine Drop Attack. So. Und befinde mich jetzt schon mittlerweile in einem verunreinigten Gebiet. Ich werde mal hier vorher noch nach hinten gehen, weil da komme ich gleich wieder raus. Weil da geht es, glaube ich, eh nicht weiter. Ich kann auch von oben gehen. Ich überlege aber gerade, bessere Weg ist, glaube ich, eh da. Mal da mal kurz schauen. Vor allem das sicherere. Also, so. Es sind da so viele Gegner. Überall dann. Ich finde, von dieser Seite ist überhaupt übrigens eine Kiste. Gell? Von dieser Seite glaube ich trotzdem, dass es der bessere ist als von der anderen Seite.
Ah, das war wieder nur das, okay. Gut, dann. Ich will da nicht reinlaufen. Die machen jetzt einmal die Arbeit ein bisschen für mich einmal. Ist einmal auch nicht schlecht. So, die haben wir eh schon, passt, super. So, jetzt schaue ich da kurz rauf. Da ist eh nichts eigentlich, okay. So, dann können wir da vorsichtig weiter nach unten. Da ist ein Hund, schaut euch den an. So, ein Schütze. Es war ein Schütze. Der nächste. Ja. So, genau. Jetzt haben wir da schon einmal alles so ziemlich abgesucht. Da kann ich jetzt rein. Jetzt komme ich von der anderen Seite eigentlich hier, wo ich vorher gekommen wäre. Es ist ein bisschen kompliziert, aber jetzt sieht mich der nicht, gell? Und das ist eigentlich das Ausschlaggebende. Genau. Da jetzt der nächste, der war schon für die, ja, für die Verunreinigung verantwortlich. Jetzt habe ich alles. Ich bin zuerst diese Richtung gegangen und wäre ich hier gegangen, wäre ich von der anderen Seite gekommen. So, dann haben wir hier alles. Jetzt kann ich hier durch. Die Kiste kann man jetzt auch nehmen. Und jetzt kann man hier rauf. Da war auch ein Gegner. Da ist eh nur da. So. Und hier kann ich irgendwas abschießen. Ja, genau, da kann ich da durchschießen. Genau, jetzt habe ich da das Loch gemacht, genau, wo es dann weitergeht. Hier wäre dann der Gegner unten gewesen, da hätte ich auch eine Doppeldeck machen können, aber die habe ich ja schon vor alle erledigt hier in dem Bereich. Also ich quasi bin von der anderen Seite gekommen. Ich schaue nur, da ist normal auch immer Weg, aber da ist jetzt zu. Jo, da haben wir dann eigentlich alles schon. Dann geht es dann so schon weiter. Da vorne waren wir eh, da haben wir alles gemacht. Jo, oh, er ist auch noch da. Ja, das passt auch. Jetzt geht es hier nach oben. In so Serpentinen. Gut, hier doch nicht, weil da ist abgesperrt. Da müssen wir so weiter. So, hier geht es dann weiter rauf, aber bitte vorher nach unten gehen. Obwohl hier ein Gegner ist, aber sogar ein Feuerrad. Aber das bringen wir nach oben, denn hier haben wir eine Lootkiste, gell, die bitte nicht vergessen. Darum machen wir den auch noch mit. Honda verlässt uns. Gut, dann geht es weiter nach oben. Wir sind eh bald oben. Ja, der. Ja, wie gesagt, man könnte auch von hier alles abschließen, aber ich habe eigentlich eh schon alles gekillt da unten. Also gibt es nicht wirklich mehr irgendwelche Gegner. Ja, hier ganz wichtig, bitte schreien, gell? Nutzt ihn. So. Und jetzt mache ich natürlich wieder meinen. Ja, er war sofort tot. Und so. Das funktioniert natürlich auch nur mit einem overboarden Charakter. Sonst, ja, der hätte schon einige Schläge bzw. Schüsse gebraucht, um zu töten, um zu sterben. Und ja, aber hier war es nur einer. Und das ist aber trotzdem besser, zum einen, weil das sind zwei gleichzeitig, das ist ja, wie gesagt, viel schwerer. So, jetzt kommen wir hier rein, bitte auch noch nicht geradeaus, da vorne ist dann schon der Boss, es ist ja gar nicht, geht relativ schnell. Es geht hier rein und es geht hier rein, also hier. Diese Tür kennen wir schon, aber wir schauen vorher mal da. Da geht es nicht weiter. Hier wieder ein Langhals, glaube ich. Ja. Genau, auch wieder so eine coole Rüstung. Aus dieser Zeit eben. So, und hier können wir einen Stein runterwerfen, wieder für etwas Loot. Und hier haben wir noch einen Gegner.
Was ist das hier? Diese Frau wieder. So. Genau. Gut. Das war das hier dann ich schon wieder. Mehr war da nicht. Und jetzt gehen wir noch in die andere Richtung. Wieder hierher. Schauen wir, vielleicht habe ich wieder Glück. Probieren wir es wieder zuerst mit Verbeugen. Nein. Das Pfeifen war auch immer gut. Ja, es ist ja wirklich gut. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Das funktioniert tadellos. So, und hier auch ein bisschen Loot. Also eine kleine und eine große Lootkiste. Auch keine schlechte Ausbeute. Jo, dann haben wir hier, den machen wir gleich. Auch noch etwas Loot und hier auch noch etwas Loot und hier auch noch etwas Loot. Hat sich hier noch etwas versteckt? Nein. Nix. Gut. Jo. Dann geht schon zum Boss. Zu unserem ehemaligen Freund, ja. Und jetzt, ja, quasi über, mit seinen Geistersteinen, die haben ihn quasi sein logisches Denken geraubt. Und ja. Ah, das war jetzt nicht gut. Aber ist wurscht. Er hat den Affen als Schutzgeist, ja. Aber er ist auch nicht stark, finde ich. Also. Er hat den Basso. Ja, das war schon wieder. Ja. Er war ja. Also er hat halt da seine ganzen Steine, ja, und die haben quasi seinen Charakter versaut, mehr oder weniger. Einfach gesagt, ne? Er ist quasi dem ausgeliefert, mehr oder weniger. Er wäre gar nicht so, hoppala. Das ist wie so eine Art Fluch, der da auf diesen Geistersteinen liegt und quasi, er kann keinen normalen Gedanken mehr machen, haben. Gut, zwei Seiten der Gastfreundschaft ausgezeichnet. Tokichiros Festung auf diese Weise einzunehmen, ist eine Leistung, die niemand sonst hätte erbringen können. Liyasu und Hanzo werden höchst erfreut sein. Die Truppen auf dem Schlachtfeld kämpfen immer noch voller Entschlossenheit, da sie von Tokichiros Niederlage nichts wissen. Begeben wir uns zurück zum Tokugawa-Hauptquartier und überbringen Tenkai die guten Neuigkeiten. Jo, also es war, sagen wir, für eine Hauptmission, finde ich, schnell. Also, ich habe jetzt nicht auf durchgeschaut schon wieder mal, wenn wir angefangen haben, aber ich glaube, 20 Minuten oder so, 25, 25 Minuten, viel länger, glaube ich, haben wir gar nicht gebraucht. Also das ist schon eigentlich relativ schnell dann, ja. Das sagt uns, dass ich noch eine Nebenmission machen werde. Und zwar geht es jetzt noch aus. Ich werde diese eine Hauptmission einmal streichen. Die haben wir schon. Und jetzt kommt dann eine Nebenmission. Und zwar mit der empfohlenen Stufe 94 mittlerweile schon. Mit der empfohlenen Stufe 94. Da sind wir schon mittlerweile angelangt. Und das ist diese hier. Ich schaue da noch schnell. Ja, das war diese hier. Die machen wir noch. Die Nachricht des Verstorbenen. Tokichiros Truppen nähern sich Shikoku. Die Shosokabe-Armee ist zwar mächtig, aber ein Kampf gegen Yokai kann nur grausam enden. Würdest du dich bitte der Armee der Shosokabe anschließen und an ihrer Seite kämpfen? Keine Sorge, du musst diese Schlacht nicht alleine gewinnen. Wir haben bereits weitere Maßnahmen ergriffen. Na, nicht schon wieder. Okay. Gut, ich muss wieder mein Inventar leeren. Okay, noch einmal zurück. War es das letzte Mal zu wenig wahrscheinlich, gell? Gut, ist ja kein Problem, haben wir ja gleich. Okay, Opfer darbringen, machen wir sie gleich. Alle Gegenstände, was haben wir da?
Sortieren, da in nach Wert, nach Neuesten, nach Seltenheit, nach Typ, nach Stufe ist gut, weil da haben wir die unteren gleich, das tun wir weg. Das brauchen wir alles nicht, das gehen wir weg, gehen wir gleich ein paar weg. So, da 69 weg, das gehen wir weg. Das reicht wahrscheinlich eh schon, oder? So, das gehen wir noch weg. Und das gehen wir noch weg, so, das müsste reichen. Okay, schauen wir. Das sollte reichen. So, 94 haben wir gesagt, da sind wir. Da sind wir. Die Nachricht des Verstorbenen. Ja, gelesen habe ich schon. Gut, dann geht's los. Auf dieser berüchtigten und weit abgelegenen Insel befindet sich eine Strafkolonie. Man erzählt sich, dass jeder unglückselige Kriminelle, der hierher geschickt wird, sein unvermeidliches Ende findet. Die Ausschweifungen und Kämpfe der gewalttätigen Gefangenen haben aus dieser Insel ein Reich der Gesetzlosigkeit gemacht, aus dem selbst die Wachen fliehen. Nicht wenige Menschen werden für Verbrechen auf die Insel geschickt, die sie gar nicht begangen haben. Und der Schmerz jener, die einen gewaltsamen Tod finden, facht die Feuersbrunst der Feindseligkeiten in Verbindung mit dem immer stärker werdenden Zorn noch weiter an. Okay. Ja, und wir sind. Das ist cool, da die kleine Insel da vorne. Wir sind jetzt genau da, wo ich das letzte Mal sagte, hier war abgesperrt, ne? Und da kann man noch bis zum Wasser runtergehen. Und das war jetzt genau da jetzt, ne? Jetzt überlege ich, wo wir hin müssen. Da geht's. Okay, geht's eh nicht. Okay, dann hat sich das erübrigt. Dann hat sich das erübrigt. Dann schauen wir hier zuerst. Da geht's aber auch nicht rein. Okay. Bleiben uns dann eh nicht viele Möglichkeiten. Dann gehen wir den normalen Weg rauf. Jetzt wieder wie gehabt, immer entgegengesetzt der normalen Richtung der Hauptmission. Da. Da wird er gleich wieder ein Hund wo sein, oder? Schnell rein und schau mal. Überrascht was gleich. Ne? Das ist oft gut, wenn man da richtig reinsprintet, bis die dann reagieren, ist für die dann schon zu spät. So, dann schauen wir hier um die Ecke, um die Kurve. Ist da wer noch? Nein. Gut, ich könnte jetzt unten gehen oder oben. Ja, aber zuerst oben. Mach mal den kleinen. Nein, ich schaue zuerst noch schnell. Können wir aufmachen? Ja, ist wurscht. Ja. Okay, also hat Hund weggeschossen. Okay. So. Der musste dran glauben. Der schießt da die ganze Zeit. Okay. Ah, nicht mit dem Handrohr. Nicht mit dem Handrohr, bitte. Ich will mit dem hier. Ja. Mein Ziel, ne? Hallo? Okay. Jetzt reicht es aber dann wirklich, oder? So, jetzt aber, es ist doch ein Wahnsinn, oder? Wie der erste Mensch, ne? Gut. Ja, ich kann jetzt, dadurch ich dieses Tor da oben geöffnet habe, da oben müssen wir sogar hin dann, kann ich ja jetzt auch hier nochmal schauen und den vor hinten killen. Und auch hier noch einmal. Ja, das hilft ihm auch nichts. Das Blasen hilft ihm jetzt gar nichts. Hat jetzt was gesagt. Weil da kommt niemand. Gut. Da geht es dann noch. Achso, den habe ich eh schon einmal. Ja, den habe ich glaube ich eh schon. Ja, genau. Dann können wir wieder runter. So, jetzt schaue ich da noch in diese Hütte, in dieses Haus. Da geht sie auch in irgendeinem. Ist das hier da? Ja, jetzt kann man rein. Da ist sie auch einmal gegangen. War da nicht mehr versteckt? Oh. Okay. Schauen wir hier weiter. Da oben ist nämlich auch noch ein Gegner gewesen immer. So, da geht es dann noch einmal weiter und rein. In das nächste Haus schon wieder. Die nächste Hütte. So, der lebt, bitte aufpassen. Da. Das ganze Loot mitnehmen. Und noch einmal.
Ja, da ist nichts mehr. Ne? So, da oben war, glaube ich, auch so. Ja, da war doch nichts, ne? Ah, okay, da kommen wir da jetzt hin. Okay, da muss ich eh hin. Da haben wir jetzt quasi den Weg von unten, von hinten gemacht. Kommen die rauf? Achso, der kämpft für mich. Ah, na, die kämpfen mal gegeneinander, alles auch interessant. Ja, dann sollte er sich einmal gegenseitig. Achso, das ist. Schauen wir mal, was da passiert. So, Doppeldeck, geht das ja aus? Ja, geht's ja aus. Ah, das war ja. So, jetzt können wir mit ihm sprechen. Ich schaue nur ganz kurz, ob es da auch reingegangen wäre. Okay, aber wahrscheinlich, naja, weiß ich jetzt nicht. Von dieser Seite, aber es war kein Ding oben. Kein so ein Sperrbalken. Darum glaube ich fast, wir hätten hier gleich direkt reinkommen können. Oder eben diesen Weg, den längeren Weg, was wir gegangen sind. So, mit ihm kann ich jetzt sprechen. Ich schaue aber noch einmal da auch ganz schnell noch. Weil dann habe ich wahrscheinlich die Zeit nicht. Da war nichts mehr. So, okay. Da geht es dann da. Ich weiß nicht, ich mache immer was anderes vor, aber mir ist es wichtig, dass ich da. Na, ich mach doch jetzt nicht das. Ich weiß nicht. Ich rede mal mit ihm. Ich rede mal mit ihm. So. お主の来たることが記してあったのよ。どこぞで見たことのある字であったがな。それで、片割れ殿よ。これから我らが戦うのは秀吉軍だぞ。構わんのかね。かつての同胞と刃を交えるのだぞ。そうか。まあ、詮索はせんよ。Jo, ich habe mich jetzt mit Shosokabe Motochika verbündet. Den Seelenkern nehme ich mit, weil dann bin ich wieder voll komplett. Ja, gut, dann geht es da eh noch weiter. Da müssen wir da eh noch weiter jetzt. Also doch eine gar nicht so kleine Nebenmission. Da gibt es kleinere und kürzere vor allem, ne? Ah, ja, so, dann kann man jetzt rein, da man beim paar Hauptmissionen nicht rein können. Also da könnte man jetzt rein. Hier wahrscheinlich dann auch. Ah, hier nicht, okay, das ist dann vom Dach wahrscheinlich, kann man sich runterfallen lassen. Hier ist auch meistens was drinnen. Okay. So, dann hier, ja, ich weiß jetzt nicht, wo der Weg ist, wo man hin muss. Aber ich glaube, die Richtung, da so muss man hin. Das passt da schon, dann glaube ich. Dann schaue ich vorher noch da. Ich gehe den Weg von hier. So, dann machen wir den gleich. Jetzt sind wir wieder in dieser, wenn Sie sich noch erinnern können, in dieser Höhle mit diesen ganzen Stalaktiten, die von der Wand runterhängen. So. Sie. Ja. Wie gesagt, ist überhaupt nicht für mich irgendwie schwierig oder was. Jo, dann mal den gleich von hier erledigen. Jawohl, das können wir. Hier der nächste. Jetzt schaue ich da kurz rauf zu diesen. Da können wir wahrscheinlich kurz wieder baden. Kennen wir alles schon. Ist ja nichts Neues.
nicht runterfallen davor in das Meer, weil ich bin, wie gesagt, noch nicht gestorben, noch lebe ich, habe noch kein einziges Ableben bis jetzt. Ich hoffe, es hält bis zum Schluss. So. Na dann, machen wir es so. So, da bin ich eh gekommen. Jetzt, ich will nur kurz da runterspringen, weil von dieser Seite kann ich nämlich hier aufmachen, weil das war die einzige Tür, wo ich nicht rein konnte. Ja, hier haben wir eine kleine Lootkiste und ja, ich nehme es natürlich mit. Das Kätzchen. So, dann geht es hier weiter. Wie gesagt, hier habe ich alles gesäubert. Dann haben wir hier oben auch noch eine große Lootkiste. Wer will, ja, okay. Und darauf, weiß ich nicht, da unten ist auch, glaube ich, ein Gegner versteckt gewesen immer. Ja, genau, sie. Seht ihr? Die lauert schon. Aber jetzt habe ich sie überrascht. Wäre ich da um die Ecke gekommen, hätte mich schon erwischt. Da geht es dann eigentlich raus, wo ich muss. Aber jetzt weiß ich nicht, soll ich von dieser Seite gehen oder von oben kommen? Ich werde von oben kommen. Da schaue ich auch noch schnell. Wie gesagt, ich schaue immer alles an. Da ist der Baum noch nicht herunter. Den mache ich gleich, da baue ich dann nicht. Okay, so jetzt, ich gehe noch schnell von oben runter. Wann es überhaupt geht. Schauen wir. Dann habe ich wirklich wieder alle Wege, alle möglichen Wege angeschaut. Ja, da oben ist auch noch eine. Ja. Da war der Endgegner, dann, wenn ihr euch noch erinnern könnt, aber aus der Kiste gesprungen ist. Und dann schauen wir da noch. Da oben ist auch noch einer. Ja. Den habe ich ja erledigt da unten vorher schon. Ah, da ist auch noch einer. So, jetzt könnte ich hier die Brücke machen, aber brauche ich auch nicht mehr rüber. Der nächste Gegner. So, und darunter dann. Ja, da kann man jetzt, wie gesagt, könnte man über die Leiter runter. Oder man kann auch sich hier runterfallen lassen. Also hier der schräg, so, da seht ihr über die Leiter. Oder da, das sind drei, die können wir auch gleich so ausschalten. Moment. Ach, das ist, also mein Ziel immer, das ist doch wirklich ein Wahnsinn. Bewegliche Zielekatastrophe. So, ja, das war gut. Der auch, komm. Ah, komm. Warum nicht? Natürlich, der will es zu wissen. Ja, doch Gott sei Dank. So, jetzt komm bitte. Ich glaube, sie trifft. Das ist doch nicht normal. Komm jetzt. Ja, na komm jetzt, aber jetzt. Passt. Gut. Dann haben wir hier, wenn wir uns langsam runterfallen lassen, noch einmal Loot. Das erwischen wir auch wirklich nur wenn wir von dieser Seite kommen. Und dann. Ja, und da, wie gesagt, da wären wir da runtergekommen, also es ist im Endeffekt verstanden. Und jetzt geht es wieder weiter und ich glaube, auf dem Platz hier, genau, da ist schon der Endkampf. Hallo? Okay. Ich glaube, das war's, oder? Ja. Sprechen. Kann ich mit ihm sprechen noch, ne?
Jawohl. まあ、これであの猿めも、しばらくは静かになるであろうよ。感謝するぞ、あやかしの侍よ。確か、秀千代殿だったな。そうだ、お主、文の主に心当たりがあるなら伝えておいてくれ。生きておるならこのくらい見せよ、若者が、とな。 Jetzt hat er alles gesagt, was er sagen wollte. Und wir haben alles gemacht, was wir machen wollten. Für diesen Part zumindest. Und ja, es ist ein guter Cut, den was wir jetzt machen. Ich lese noch schnell. Die Nachricht des Verstorbenen. Danke, Tokichiro. Wird zweifelsohne weitere Truppen schicken. Nächstes Mal können wir uns jedoch auf die Unterstützung des tapferen Fürsten Motochika verlassen. Nun hoffe ich, dass meine Worte denjenigen erreichen, der diesen Brief geschickt hat. Hoffentlich dauert es nicht allzu lang, bis ich meinen alten Freund wiedersehe. Ja. Und somit haben wir nur mehr 1, 2, 3, 4 Missionen vor uns. Eine Hauptmission und 3 Nebenmissionen. Und wir haben Zwielicht durch. Also noch 4 Missionen und wir haben das 5. Kapitel durch. Und ja, so lange geht es dann nicht mehr. Ja, so lange geht es dann nicht mehr. Und das Interessante an dem Ganzen, die nächste Mission, meine Lieben, ist eine Hauptmission, ja. Und zwar diese hier, der feurige Dämon. Und die wird, schaut nur, sagt euch die was, mir schon, die ist mega. Also das ist eine der härtesten Missionen gewesen, finde ich. Ja, also jetzt nicht, das wissen wir auch mittlerweile schon, aber sie war es am Anfang, beim ersten, zweiten Durchlauf auch noch ziemlich stark, ziemlich schwer und gefährlich an jeder Ecke im Level, in der Mission. Gut, soweit so gut. Ich werde für heute Schluss machen, werde mir noch eine Medizin einschießen und dann ja, morgen vielleicht eine neue Aufnahmesession machen, wenn es die Zeit zulässt. Jo, schauen wir mal. Gut, ich sage dann danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören und wir werden uns dann bald wiedersehen. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.